Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem T3 Campus. Diese Folge ergibt sich aus einer User-Feedback von The Sea. Der hat mich angeschrieben und eine Bitte gehabt zu dieser Extension, die ich jetzt hier programmiert hatte zu der Folge Newsletter-Registrierung einer Modalbox. Nur zur Erinnerung oder für die, die es nicht gesehen haben. Der Link ist natürlich in den Shownotes. Da ging es darum, dass man einen Button erzeugt, der dann eine Modalbox öffnet und darin halt eine Newsletter-Anmeldung quasi ist. Die Newsletter-Anmeldung ist selbst nicht programmiert, sondern wir nutzen hier eine Extension, das ist nämlich die FP-Newsletter. Und ja, hier wird einfach das Plugin dafür angezeigt. In diesem Video zeigen wir, wie das oder geht, also eine Lösungsmöglichkeit. Technisch gesehen ist es einfach ein Plugin, was den Code dann ausgibt für den Button, als auch für die Modalbox. Und jetzt ist die Frage, wie macht man aus diesem Plugin zwei Plugins, so dass man ein Plugin hat für den Button und den anderen Plugin für die Modalbox, falls man eben ja, die Codes davon separieren möchte. Und darum geht es in dieser Folge. Wenn du das so fasst, dann bleib dran. So, wir befinden uns doch direkt in der IDE. Und bevor wir hier quasi damit anfangen, aus zwei Plugins zu machen, wäre der erste Schritt für mich, dieses Plugin, das wir gerade haben, umzubenennen. Denn das haben wir jetzt genannt Modal. Und wir würden jetzt zwei neue hinzufügen, einen für den Button und einen für die Modalbox. Und dann denke ich, ist es sinnvoller, wenn wir das hier umbenennen und ich das Wort Modal benutze für den Code der Modalbox und dann ein Frontend-Plugin zu schreiben, da heißt Button, der dann nur den Button ausgibt. Und da das jetzt ein Frontend-Plugin ist, das beides ausgibt, nennen wir es einfach mal Button and Model. Der Name ist natürlich dir überlassen, du kannst es nennen, wie du möchtest. Ich denke, der Name ist ganz okay. Dementsprechend werden wir jetzt einfach das Plugin umbenennen. Es geht ganz einfach. Wir tun die Konfiguration hier den neuen Namen eintragen. Hier die Action-Funktion ShowLink ist vielleicht auch ein bisschen unglücklich. Hier werden wir dann auch sagen ShowModel and Button and Model einfach. Den gleichen Benennung. Damit es einfach eindeutig ist, was es anzeigt. Und damit haben wir den Plugin-Namen geändert, als auch die Ziel-Action-Funktion. Wir müssten dann natürlich auch hier beim Wizard schauen, dass wir hier ebenfalls das ändern. Dann der Wert wird sich auch ändern. Das ist dann halt alles klein geschrieben. Genau. Hier müssten wir dann auch den Namen ändern, beziehungsweise neue Einträge in der Sprachdatei machen. Schauen wir mal. Ich habe hier gar keine Sprachdatei. Okay, hatte ich die vergessen beim letzten Mal anzulegen. Auch gut. Dann legen wir sie mal an, würde ich sagen. Also, die Sprachdatei sollte eigentlich heißen locallangdb.xlf. Und das hat eine gewisse Schablone. Die xlf-Datei. Die können wir uns holen. Stichwort ist XLIF-Format. Und da kopieren wir jetzt einfach die Schablone raus, die wir jetzt noch bearbeiten werden. Der Extension-Name ist natürlich FP Newsletter Modal. Hier auch nochmal ein Tipp, was mir gerade auffällt. Bei der Namensgebung empfehle ich eigentlich nur ein Unterschied zu verwenden, nicht zwei, da das manchmal Probleme machen kann unter gewissen Umständen. Und die geht man ganz einfach aus dem Weg, indem man es eben nur einen Unterstrich verwendet. Egal, in diesem Fall haben wir uns dafür entschieden, das möchte ich jetzt nicht auch noch ändern. Da müssen wir noch den Pfad anpassen und unsere Sprachdatei heißt locallangdb. Das Datum spare ich mir jetzt zu ändern und auch hier ändern wir den Namen. Dann müssen wir noch die Sprachkürzel eintragen, die hier verwendet wurden. So.
Dann schreiben wir hier Button im Modal soll das mal sein. Und die Beschreibung davon soll dann bitte schön sein. Shows a button which opens a modal box with a FP newsletter plugin inside. So, dann haben wir die Sprachkürzel nachgeholt. Genau. Alles weit okay. Wir müssen jetzt noch hingehen und in der Controller-Datei auch noch die Action-Funktion umbenennen. Der ist dann auch Show Button and Mode. Schauen wir mal nach, ob wir das auch wirklich so haben. Jupp. Dann haben wir das auch umbenannt. Dann müssen wir auch umbenennen die Datei. Also die Template-Datei. Das haben wir dann auch getan. Da müssen wir mal schauen, dass wir bei Configuration TCA, TT-Content das auch noch ändern. Und hier vergesse ich regelmäßig die Reihenfolge, was ist, was Name und was Name des Plugins ist und was nur der anzeigende Name ist. Deswegen schauen wir auch das nochmal nach in der API. Du siehst, man muss relativ oft nachgucken, auch ich. Ich kann mir auch nicht alles merken. Zumal es manchmal auch bei gewissen Dingen Unterschiede gibt in den Major Releases. Aber wenn man weiß, wo man nachguckt, dann ist das alles halb so schlimm. Also, erstes Extension Key, danach kommt Apple Camel Case, Name des Plugins und dann kommt die Beschreibung. Also, Button and Model. Und hier, ja, Shows. Button which opens a modal box. So, genau. Das haben wir das Frontend-Plugin umbenannt. Man muss natürlich jetzt wissen, wenn man die Dinge umbenennt, dass die Plugins, die man gerade platziert, dann natürlich nicht mehr funktionieren. Das ist klar. Ich lade das Ganze nochmal hoch. Das Ganze ist jetzt hier in so einer manuellen Installation, die online ist. Deswegen lade ich das jetzt im anderen Fenster alles hoch. Und dann schauen wir mal, dass wir ins Typ3-Backend von dieser Installation gehen. Dann löschen wir den Cache. Wir sehen dann wahrscheinlich, dass hier genau sowas kommt. Wert ist nicht erlaubt, weil der List-Type-Wert sich eben geändert hat. Und dann wählen wir hier aus den neuen List-Type-Wert, wenn ich ihn aus dieser Liste hier finden kann. Da, Shows a Button which opens a Model Box. Vielleicht hätte ich es noch ein bisschen besser benennen sollen. Egal. Datensammlung hatten wir nichts gemacht. Okay. Und jetzt, wenn wir das jetzt hier öffnen, die Seite, sollte eigentlich immer noch das gleiche angezeigt werden, es bekommen eine Fehlermeldung, dass Show Button and Model HTML nicht existiert. Ja, weil ich hier es mit Button and Model genannt habe, aber die Action-Funktion heißt ja Show Button and Model. Deswegen korrigieren wir das noch. Ich lade es hoch, dann gehen wir wieder ins Frontend. Dann sehen wir, dass es soweit einigermaßen funktioniert. Wir sehen jetzt hier, das öffnet sich und da ist nichts drin. Das liegt daran, dass das TypeScript noch nicht passt. Denn hier ist es wahrscheinlich auch auf das Plugin eingeschränkt. Genau. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Wir machen das hier weg. Dann zählt das für die gesamte Extension und somit alle Frontend-Plugins. Was ich glaube am besten finde jetzt gerade. Und deswegen lösche ich es einfach weg. Und damit gelten alle Settings für alle Plugins, die wir schreiben. Sinnvollerweise sollten wir auch die Konstanten ändern. Wie gesagt, wer hier etwas ausführlichere, langsamere Tutorial braucht, der sollte sich einfach das Vorvideo ansehen. Das geht ein bisschen langsamer. Und da wird es vielleicht manches klarer. Ich renne jetzt hier so ein bisschen durch, weil es eben mehr oder weniger Wiederholung ist. Und wenn wir jetzt Cache löschen. Und nochmal angucken, dass wir haben sicherlich TypeScript-Angaben angepasst.
Genau, das war für den Newsletter. Hier ist für die für unser Plugin. Die ID von dem Newsletter-Plugin von FP Newsletter. Und jetzt geht es so wie. So, jetzt ist es Stand wie vorherigen Video, nur dass wir das von dem Plugin umbenannt haben. Und jetzt kommen wir eigentlich dazu, das aufzutrennen in zwei verschiedenen Plugins. Ich gehe erstmal hin und committe das, was ich habe. Da das ein Breaking Change ist, nenne ich das gerne ein Break in meinen Kommentaren. Committe das. Ich habe es jetzt nicht gepublished in der öffentlichen Repository, also lasse ich das einfach alles lokal. Und jetzt geht's los. Im Prinzip müssen wir nichts anderes machen, als für zwei neue Frontend-Plugins zu registrieren, die einfach unterschiedliche Template ausspucken. Das heißt, wir gehen in die xlocal.conf und dann duplizieren wir die Konfiguration des Plugins, denn wir brauchen jetzt zwei neue. In älteren Versionen war es möglich, das auch über ein Plugin abzufackeln, aber in 12 geht das nicht mehr, deswegen wollen wir auch hier so programmieren, dass es auch möglichst 12 kompatibel ist. Das heißt, wir müssen für jeden Einsatzzweck quasi ein eigenes Plugin schreiben, denn ein Plugin zeigt dann immer auf einen Controller und eine Action-Funktion und kann nicht mehr auf verschiedene Controller-Action-Funktionen geswitcht werden. Stichwort Switchable Actions oder Switchable Controller Actions. Keine Ahnung, irgendwie so in der Art heißt das. Das gibt es nicht mehr. Deswegen schreiben wir jetzt neue Plugins. Das eine heißt dann nur Button. Und hier sagen wir ja Show Button. Von mir aus soll jetzt auch mal nicht gecached werden, damit wir es einfacher haben. Beziehungsweise doch, wir möchten es cachen. Natürlich möchten wir es cachen, denn der Button alleine ist keine dynamische Information. Deswegen möchten wir es auf jeden Fall cachen. Ich wollte es erstmal so lassen, damit es nicht immer so viel Cache löschen muss. Aber wenn du es produktiv einsetzen willst, muss man den Button auf jeden Fall cachen. Und das andere heißt dann nur noch Modal. Und das heißt dann schon Modul. So. Und das haben wir quasi zwei neue Plugins konfiguriert. Wir müssen sie jetzt noch registrieren. Das machen wir in TCR Overrides TT Content. Da duplizieren wir es auch einfach zweimal. Und hier geben wir vielleicht doch einen besseren Namen. Button End Modul for FP Newsletter. Vielleicht so. Oder wir nennen es FP Newsletter Button and Model oder so. Dann könnten wir das nennen Button und das nennen wir dann Modal. Und das heißt dann nur Model und das nur Button. So, jetzt haben wir zwei neue Plugins konfiguriert und registriert. Wir können sie schon quasi Stand jetzt als Inhaltselement platzieren. Das können wir zum Spaß machen. Kommt natürlich dann eine Fehlermeldung, weil wir noch nicht fertig sind. Aber ich finde immer gut, sich schrittweise von Erfolgserlebnis zu Erfolgserlebnis zu hangeln. Ich überlege nur gerade kurz. Nein, wir haben jetzt hier noch keine Languages, also Verweise auf die Sprachdatei getätigt. Das heißt, es müsste schon soweit funktionieren. Genau, ich platziere es einfach auf der gleichen Seite oder mache schon neue Seite. Ich platziere es auf der gleichen Seite. Dann, dadurch, dass wir das jetzt noch nicht im Upgrade-Wizard hinzugefügt haben, sehen wir das jetzt hier noch nicht, wie wir das schon Button in Model sehen. Aber dadurch, dass wir das Button registriert haben, sehen wir es als Frontend-Plugin. Aber um darauf zuzugreifen, müssen wir auf allgemeines Plugin gehen. Und hier wählt man alle Plugins aus. Hier sind auch alle Aufgelistet, die es wirklich gibt. In der vorigen Ansicht sieht man nur die, die in dem in diesem Content Wizard registriert worden sind. Jetzt müssen wir noch Cache löschen, wie ich sehe. Cache löschen, speichern. Damit wir die Maske sich hier neu lädt. Und jetzt steht hier irgendwo genau FP Newsletter. Button Model ist das, was wir schon hatten.
Jetzt haben wir Button und Model dazu bekommen. Also du siehst, wir können sie schon auswählen. Mache ich jetzt mal. Hier platzieren wir beispielsweise den Button. Ich beschrifte das Ganze, verstecke es, weil ich die Überschrift nicht sehen will. Und dann speichern wir. Und dann, ich platziere es jetzt einfach mal drunter. Theoretisch kann es natürlich in jeder beliebigen Inhaltsspalte platziert werden. Aber jetzt hier, der Einfachheit halber, platziere ich das Ganze jetzt einfach direkt nebeneinander. Ich blende hier den Titel ein, damit wir das besser finden können. Du für reellen Einsatzzweck wäre das da wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ausgeblendet, denn die Modalbox öffnet sich ja nicht wirklich an, eigentlich nicht an der Stelle, wo man es platziert, sondern mittig im Bildschirm als Modalbox sehen. So, jetzt haben wir beide Plugins platziert. Sobald wir jetzt aufrufen, kommt natürlich eine Fehlermeldung, weil wir noch nicht fertig sind. Denn wir haben jetzt nur die Plugin registriert, konfiguriert und Typo 3 erwartet jetzt, dass wir, also braucht jetzt zum Rendering des Frontend-Plugins den Modalcontroller, den haben wir schon, aber wir haben nicht die Action-Funktion Show-Button und wir haben nicht die Action-Funktion Show-Model. Dann schließen wir das Ganze, gehen in den Controller und dann müssen wir eigentlich auch nichts anderes tun, als unsere Action-Funktion, die können wir genauso gut duplizieren. Und dann heißt es einmal Show-Button-Action und einmal Show-Model-Action. Jetzt können wir vielleicht die Kommentare auch noch anpassen, die noch irgendwie copy-paste-mäßig von was völlig im anderen sind. Displays Button and Model Box for FB Newsletter. Dann kommt hier Displays Button. Und hier kommt Displays Model Box. Genau. Das lassen wir so. Wir brauchen auf jeden Fall nicht mehr Informationen als bei der Elternfunktion sozusagen. Dann müssen wir noch drum kümmern, dass die Template-Datei existieren. Können wir dann genauso duplizieren. Und da müssen wir eigentlich nichts anderes tun. Wir haben es ja dupliziert. Als hier löschen wir quasi den Modal-Teil weg. Tschüss. Nur den Button. Schließen nochmal alles und hier umgekehrt, nur den Button und der Rest bleibt da. Und das war's eigentlich. Wir laden nochmal alles hoch. Kurz überlegen. Wir laden neu, gucken, was passiert. Show Button Action does not exist. Ich habe es bestimmt wieder nur Button genannt, ne? Nö, Show Button Action existiert. Ja, im Zweifel ist es immer der Cache. Genau. So, jetzt haben wir einmal den Button. Du siehst ihn. Und einmal hatten wir eine Überschrift gemacht, um die Modalbox wieder zu finden. Denn wir sehen den HTML-Code der Modalbox natürlich nicht, sondern erst wenn wir hier auf den Button draufklicken. Jetzt passiert hier noch nichts. Wenn wir hier drauf drücken, passiert immer noch das, was passieren soll. Hier nichts. Aber wir sehen, der Button ist quasi ausgegeben. Und wenn wir jetzt hier hingehen, sehen wir auch, der Teil von der Modalbox steht genauso hier. Das heißt, wir haben es prinzipiell schon erreicht, dass wir zwei Frontend-Plugins haben, wo einer den Button-Code ausspuckt und der andere die Modalbox ausspuckt. So, jetzt, warum öffnet jetzt diese Box nicht die Modal, also dieser Button die Modalbox? Jetzt haben wir hier irgendwie schon mal eine Fehlermeldung von der Bootstrap Model, denn die findet irgendwas nicht. Dann schauen wir mal in der Button. Der zeigt auf Example Model mit ID 177, aber unsere Modalbox hat natürlich eine andere ID, denn die ID, die wir hier angeben, ist die ID des Inhaltselementes. Und da wir jetzt zwei Inhaltselemente haben, haben wir auch natürlich zwei verschiedene IDs. Das heißt, unser Button müsste erweitert werden mit dem Wissen von dem, ja, ID, von der ID von der Modalbox. Es gibt natürlich
auch hier 1000 verschiedene Varianten. In der Produktivumgebung, also für den Kunden, würde ich jetzt hier eine Flexform machen, wo man dann einfach ein Element auswählen kann und dann wählt man den eben das hier aus. Da das jetzt hier ein YouTube-Video ist, möchte ich jetzt einfach mal die schnellste Variante zeigen. Das ist einfach TypoScript. Das heißt, wir machen ein neues TypoScript, wo wir dann den Button ID übergeben können und da übergeben wir dann die ID von der Modelbox. Und das geht dann wie folgt. Wir gehen wieder ins TypoScript und hier hatten wir das umbenannt in normal, so dass es für alle Fotoplattens gilt. Jetzt machen wir einen neuen Eintrag, der aber nur für unseren Frontend-Plugin Button gelten soll. Und dann können wir Unterstrich Button machen. Und dann können wir hier Settings machen, die gelten dann quasi nur für unseren Button. Und hier können wir sagen, Modelbox UID oder so. Oder Model CE UID, um ein bisschen bei der Benennungsformates von hier oben zu bleiben. Und dann können wir das im Code benutzen. Die Settings, also das, was man unter Settings hier angibt, muss man nicht von der Action-Funktion in die View weiterleiten. Das geschieht automatisch. Aber es gilt auch nur für die Settings. Das heißt, wir können direkt in den Template-Code gehen und sagen, benutze hier nicht unseren Content-Object-UID, sondern das, was wir bei Settings stehen haben und dann unseren sexy Namen. Und dann sehen wir auch hier, wir brauchen dieses Content-Object in diesem Fall nicht. Dann sparen wir uns auch diesen Eintrag für die Show-Button-Action-Funktion. Jetzt lade ich hier alles nochmal hoch. Dann müssen wir ins Backend gehen, uns die ID merken von der Modelbox, die ist 78. Und dann gehen wir ins TypoScript, am besten in TypoScript Object Browser. Dann können wir nämlich unseren neuen TypoScript-Pfad sehen mit Unterstrich Button. Gehen hier auf Settings, klappen auf. Und jetzt habe ich schon den ID vergessen, ich glaube es war 78, müssen wir mal nachschauen. Jo. Dann laden wir neu und dann müsste jetzt hier stehen Example Model 78 und nicht 77. Das ist auch das der Button, den wir jetzt gerade betrachten. Ich glaube, war nicht, ne? Aber jetzt ist es der Button. 78 immer noch. Und jetzt öffnet sich auch die Modelbox. Wir können jetzt zum Spaß im Footer das hier deaktivieren, damit wir auch sehen, dass es auch wirklich Standard, also das ist jetzt nicht die andere Modelbox oder so triggert. Und jetzt haben wir quasi den Code getrennt von Button zur Modelbox. Und das war, glaube ich, die Aufgabe. Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden. Mir ist nicht ganz klar, warum ihr das in zwei Plugins haben wollt. Vielleicht könnt ihr mir in den Kommentaren schreiben, was der genau der Use Case ist. Im Übrigen hat der Herr The C, so wie ich ihn nenne, so ist sein YouTube-Name, die Extension genommen, die ich jetzt hier zu kostenfreien Download auf meiner Seite zur Verfügung stelle. FP Newsletter in einer Modelbox. Dieses Paket werde ich auch gleich nochmal aktualisieren. Nochmal in seiner GitHub Repository gepackt und es auch versucht selbst zu erweitern mit zwei Plugins. Ich habe mir ehrlich gesagt deinen Code nicht angeguckt. Ich habe es jetzt ganz bewusst so gemacht, wie ich es jetzt machen würde, bevor ich jetzt deinen Code debugge. Ja, ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen weitergekommen und hast vielleicht auch gesehen, wo dein Problem lag. Wenn nicht, melde dich nochmal, dann gucke ich vielleicht doch nochmal bei deinem Code drüber. Genau, auf jeden Fall. So geht das mit dem Auftrennen von einem Plugin in zwei und ihr habt gesehen, wie man ein Plugin umbenennen kann. Ja, das soll schon für diese Folge gewesen sein. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass mir doch ein Like da und wenn du mehr von mir sehen oder hören willst, dann abonniere meinen Kanal. Und ich hoffe, wir packen bald die 500 Abonnenten und dann irgendwann die 1000 zu knacken. Das ist mein kurz- bis mittelfristiges Ziel für meinen YouTube-Kanal. Ansonsten viel Spaß mit Jubo 3. Bis dann.